Alle Wirtschaftsminister Deutschlands sind heute kurzfristig nach Berlin eingeladen worden. Die Lage ist ernst. Allerdings könnte man die Zusammenfassung des heutigen Krisentreffens beim Bundeswirtschaftsminister auch kurz machen. Alle wollen alles, wissen aber noch nicht, wie. Der Bundeswirtschaftsminister versucht, den Ressortchefs der Länder zu erläutern, wie es jetzt weitergehen soll. Jetzt, wo für viele Großprojekte gar kein Geld mehr da ist. Viele haben bereits Zusagen gemacht für Subventionen an diverse Unternehmen. Schleswig-Holstein zum Beispiel dem schwedischen Batteriezellenhersteller Northvolt. Am geplanten Standort Heide rollen sogar schon die Bagger. Robert Habeck versucht, Hoffnung zu machen, spricht von Vertrauen und Verlässlichkeit. Vertrauen darin, dass alle Projekte, die mit dem Klima- und Transformationsfonds erarbeitet wurden, auch möglich gemacht werden sollen. Verlässlichkeit in der Hinsicht, dass die Unternehmen die Förderbescheide bekommen haben, Klarheit haben, dass diese Förderungen auch fließen werden. Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen sieht das Northvolt-Projekt in der Priorität weit vorne, hätte sich aber von dem heutigen Termin in Berlin mehr erhofft. Ich glaube auch, dass das jetzt ganz wichtig ist, dass gerade Projekte, die sehr weit vorangetrieben sind, so wie auch das Thema Northvolt, eine klare Aussage auch vom Bund bekommen, dass man zu seinen Zusagen steht. Das habe ich heute noch nicht mitbekommen, aber durchaus, dass wir ja an Projekte festhalten. Und ich bräuchte nur einen Beschluss. Woher nun das Geld für all die betroffenen Projekte in Deutschland kommen soll, blieb heute in Berlin allerdings offen. Welche Maßnahmen wir jetzt im Einzelnen nehmen, dem will ich nicht vorgreifen. Das kennen Sie, das politische Spiel, alles, was man öffentlich beredet, wird am Ende nicht kommen. Wir sind, glaube ich, in einer Situation, wo wir eher mehr Möglichkeiten brauchen, eher mehr Wege aufzeigen müssen, als jetzt durch falsche öffentliche Kommunikation alle Wege zu verschließen. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister zumindest hält nicht besonders viel davon, die Schuldenbremse auszusetzen. Dann schon eher beim Bürgergeld streichen, sagt er. Wir haben definitiv viele Menschen, die geholfen werden müssen, aber wir haben auch Menschen, die Bürgergeld beziehen, die arbeiten könnten, die Teil der Lösung sein könnten. Und das müssen wir in Deutschland ändern. Wir müssen ein anderes Anreizsystem haben fürs Arbeiten. Es kann nicht sein, dass das Anreiz geschaffen wird fürs Nichtarbeiten, sondern Anreize für Arbeiten. Und ich glaube, das sind die Diskussionen, die werden wir definitiv führen müssen. Wirtschaftsminister Madsen geht davon aus, dass es noch vor Weihnachten ein weiteres Treffen in Berlin geben wird.